Miss Ostschweizwahl 2013 wird präsentiert von Swiss Casinos St. Gallen. Herzlich willkommen hier in der Zollgarage in Kiesseren. Heute haben die 14 letzten Finalistinnen einen sehr spannenden Tag vor sich. Sie haben ein Schminkseminar, sie haben ein Medienseminar, sie haben nochmal ein Laufstegtraining. Und heute ist auch vor allem darum ein spannender Tag, weil heute kommt aus, wer die letzten 12 Finalistinnen sind. Wir machen heute mit Miss Ostschweiz-Finalistin Beauty School. In dieser guten Stunde lernen sie mit einem vorbereiteten Set, das sämtliche Produkte enthält, die man eben braucht als Miss, um ein Make-up umzusetzen. Heute lernen sie die Anwendung dieser Produkte. Wir werden Smoky Eyes schminken, wir werden die Lippen mit Lippenstift oder Lipgloss schminken und auch die Haut natürlich entsprechend foto- oder kameratauglich vorbereiten. Und das, was am wenigsten spektakulär ist, aber gleich wichtig, das Abschminken machen oder besprechen. Wir sind Sponsor von der Miss Ostschweiz 2013, weil wir Freude an jungen Leuten haben. Mila Doppitz steht für Schönheit. Wir wollen, dass sich jede Frau und jeder Mann wohlfühlt in der Haut, dass die richtigen Produkte für jeden Mann gefunden werden. Und wir sind ganz klar gegen Tierversuche und wir tun sehr viel für den Umweltschutz. Die Finalistinnen kommen eigentlich ein Starterpaket über von Mila Doppitz. Das heisst eine Einsteiglinie, die für sehr junge, empfindliche Haut geeignet ist. Das Ziel des heutigen Medientrainings mit den Miss Ostschweiz-Finalistinnen ist, um ihnen Sicherheit zu geben, um ihnen die Ängste wegzunehmen im Zusammenhang mit den Medien. Weil sie werden jetzt viel in der Öffentlichkeit stehen, sie werden Interviews müssen geben, sei es jetzt im Radio, Fernsehen oder Zeitungen und Magazinen. Und viele von ihnen haben Angst, haben das noch nie gemacht. Und ich will ihnen helfen, zu sagen, es ist ganz einfach, es macht Spass und es wird ihnen am Schluss auch ganz, ganz viel bringen, dass sie sich möglichst gut in der Öffentlichkeit können eben dann verkaufen können. Wir machen verschiedene Lauftrainings. Dabei schauen wir natürlich auch auf Ausstrahlung, Lauftechnik, Sicherheit auf der Bühne. Und zum Schluss muss das natürlich auf der Bühne, auf der Hauptbühne ganz gut klappen. Ein paar haben halt noch mehr Mühe mit der Ausstrahlung, ein paar haben mit dem Laufen noch ein bisschen Mühe. Aber da bringen wir schon an bis zum Schluss. Da bin ich mir sicher. Ja, irgendwie ist also so ein bisschen der Druck weg, wo man jetzt rauskommt. Aber ja, traurig. Es ist schade, ja. Das sind also die 12 Finalistinnen der Miss Ostschweiz 2013. Auf sie
sie wartet jetzt noch eine spannende Zeit mit viel weiteren Eindrücken. Und am 28. März ist es dann soweit. Dann darf sich eine so richtig über diesen tollen Mazda freuen.